Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerds Investigation. Heute mal wieder normales Vlog und ich habe mal so ein paar Kleinigkeiten, die man ansprechen müsste und leider auch etwas Unangenehmes zum Kanal, aber das ganz zum Schluss. Wir hatten die Woche einige Zeitungsartikel bezüglich der, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, Deutsche Zigarettenverband. Das ist eine Lobbyorganisation der Tabakindustrie. Hat sich mächtig aufgeregt und das hat es auch teilweise in die Presse geschafft, auch in die Bild unter anderem, über die ganze Geschichte mit den verbotenen Stoffen oder was jetzt verboten werden soll an Zusatzstoffen. Ich hatte ja selbst ein Video dazu gemacht, ich verlinke es auch nochmal hier, zum zweiten Änderungsentwurf der Tabakerzeugnisverordnung, beziehungsweise Entwurf zur zweiten Änderung der Tabakerzeugnisverordnung mit den ganzen Stofflisten. Nun ist es da so, und da habe ich es ja auch erklärt, dass da eine ganze Menge Stoffe verboten werden. Und obwohl es für die Tabakindustrie, für Menthol, was ja wohl das größte Problem ist, schon eine Ausnahme gibt, nämlich 2020, also das soll erst ab 2020 gelten, gilt es für alles andere rückwirkend zum 20. Mai 2016. Und da sagt der DZV, das kann so nicht sein. Und da haben sie natürlich recht, ohne die Tabakindustrie jetzt hier in Schutz nehmen zu wollen. Das geht natürlich nicht. Man kann natürlich nicht rückwirkend irgendwelche Dinge regeln. Es gibt ein Rückwirkungsverbot, was solche Sachen angeht. Und das funktioniert ja so nicht. Und jetzt sagt natürlich das Ministerium, ja, wir haben denen das ja schon im November 2015 angekündigt. Ja, ankündigen ist eine Sache. Wir reden hier aber von Gesetzen. Ob das dann so kommt, das weiß immer keiner. Wenn ein Gesetz kommt, kann man nicht für die Vergangenheit regeln. Das funktioniert so nicht. Und wenn die das jetzt tatsächlich so machen und die Tabakindustrie geht deswegen vor Gericht, bekommen die recht. Daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, weil das ist so einfach offener Rechtsbruch, was das BMIL da gerade versucht. Und bevor da jetzt entsprechend auch nochmal Nachfragen kommt, die ganze Geschichte mit den alten YouTube-Videos, ja, wer jetzt sofort sagt, Moment mal, bei Rückwirkungsverbot, da war doch was. Bei den YouTube-Videos, das ist eine andere Kiste. Da reden wir von der sogenannten unechten Rückwirkung. Das ist was anderes. Wer das wissen will, dann nochmal in die entsprechenden Videos schauen. Ich habe das hier und da auch schon mal erklärt. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Also das, was das BMIL jetzt hier mit dieser Änderung machen will, da möchte gern die Tabakindustrie klagen und damit könnte durchaus dieser ganze Entwurf, also dieser ganze Änderungsentwurf in sich zusammenfallen. Das wird also auf jeden Fall nochmal spannend, das sollte man im Auge behalten. Dann kam vor, jetzt muss ich überlegen, 2 oder 3 Tagen auf Netflix, 4. Staffel Orange is the New Black. Wer die Serie kennt, wer sie mag, schaut rein. Ich habe es geschafft, an einem Stück durchzuschauen. Nachmittags angefangen, nächsten Vormittag fertig gewesen, sind 13 Folgen. Ist sehr viel düsterer als die Staffeln davor, kann ich nicht anders sagen. Also wo das hin und wieder wirklich mal lustig war davor, bleibt es einem jetzt eigentlich eher im Halse stecken. Also es ist tatsächlich noch ein ganz bisschen düsterer, ein bisschen deprimierender geworden. Ja, was soll ich sagen? Also es ist quasi alle halbe Stunde, dass irgendwo die Scheiße in den Ventilator fliegt. Es geht also richtig übelst rund, inklusive Leichenzerstückeln und Drogen und also. Ich sag mal, das war ja schon teilweise immer ein bisschen krass, aber es hatte immer noch seine hellen Momente, nicht mehr in der 4. Staffel. Da gibt es keine hellen Momente mehr. Es ist wirklich deprimierend, gerade wenn man jetzt die Serie länger schaut, mag die Charaktere. Also ich fand es schon heftig, aber sehr gut. Ja, also das soll jetzt nicht falsch klingen. Ich fand es durchaus gut. Ich habe das mit großem Genuss geschaut. Da sieht man auch mal, dass Netflix auch die Qualität halten kann. Das ist ja eine Eigenproduktion. Ja, das ist ja noch eine relativ neue Kiste, dass Netflix selber Dinge produziert. Und so lange machen die das noch gar nicht. Und hier zeigen sie, das ist ja auch eine der ersten Serien, wenn nicht sogar die erste, die sie selber produziert haben, weiß ich gar nicht, müsste ich auch schauen, dass sie aber die Qualität halten können. Also bis jetzt, bis hin zum Ende der 4. Staffel, qualitativ kein Stück eingebrochen. Wie gesagt, ist ein bisschen die Ausrichtung ist ein bisschen weniger witzig, auch wenn der Humor sowieso schon mal böse war, aber das ist halt auch weniger geworden. Dafür ist es noch düsterer, noch deprimierender. Kann man mögen oder nicht? Ich mochte es, also ich mag es nach wie vor. Und wer die Staffeln davor gesehen hat, schaut rein, wird höchste Zeit. Dann muss ich euch mal was fragen. Ihr wisst ja, kaffeesüchtig und so. Das ist jetzt Melitta-Kaffee, den trinke ich nämlich ganz gern. Und ist Melitta alte Leute Kaffee? Weil auf den Melitta-Packungen, der eine oder andere hat es vielleicht im Regal schon gesehen, sind diese lustigen Gewinnzettel oben drauf. Ja, ich habe mir gedacht, ach naja, ziehst du mal ab, mal guckst du mal, so schöne Kopfhörer gewinnen hier, so kabellose und Melitta kaufe ich sowieso. Von daher, das war jetzt kein Argument, den Kaffee zu kaufen. Wie gesagt, ich hole den sowieso. Da war ich nur etwas erstaunt,
Das ist also hier nichts mit E-Mail, Facebook, Twitter oder sonst sowas. Nein, man soll eine Postkarte schicken. Und ich sage mal, wenn ich mir so die aktuelle Generation angucke, da ist doch locker jeder Zehnte, wenn nicht sogar mehr Leute, die im Leben noch keine Postkarte geschrieben haben. Ja, ist das jetzt hier drahtlose Kopfhörer für Oma oder was? Also ich käme mir schon komisch vor, eine Postkarte zu schreiben. Aus dem Urlaub ist das ja schon selten. Heute schickt man eher ein Selfie, macht Fotos mit dem Handy, keine Ahnung. Selbst da ist es schon selten, sehr, sehr selten geworden, Postkarten zu schicken. Aber da gibt es das noch. Aber anderweitig für Gewinnspiele? Ich weiß gar nicht, wann ich das zum letzten Mal gesehen habe. Und ich gucke eigentlich immer, wenn bei Produkten, die ich sowieso kaufe, ja, die ich eh im Haus habe, und ich sehe das, da ist so ein Gewinnspielding dran, habe ich überhaupt kein Problem, mal mitzumachen. Ich habe da auch schon mal die eine oder andere Kleinigkeit gewonnen. Nichts Großes, aber mal Kleinigkeiten. Finde das auch ganz witzig. Wenn die Hersteller da Preise loswerden wollen, sollen sie es machen, ist für mich okay. Ich finde es nur ein bisschen befremdlich, hier eine Postkarte zu schicken. Was haltet ihr denn davon? Ist das heute noch zeitgemäß oder sollte man da nicht auch andere Wege anbieten für Leute, die das so wie ich, weiß nicht, vielleicht sehe ich das ja auch ein bisschen komisch, ja? Sag mal was dazu. Also ich finde es, wie gesagt, merkwürdig. Postkarte ist für mich etwas strange. So, dann kommen wir zu der etwas unangenehmen Ankündigung. Also ich werde nächste Woche, wenn ich es schaffe, noch ein neues Fragen- und Antworten-Video machen. Es sind ja jetzt schon wieder 6 Wochen rum seit dem letzten. Ich fand das eigentlich ganz gut. Das Feedback war auch in Ordnung gewesen und würde das gerne nochmal machen, wie so eine Leserbriefecke. Wie gesagt, wenn ich schaffe, weil beginnt mit dem 1. Juli bin ich für 3 Monate dienstlich in Bayern. Ja, muss dort am Flughafen arbeiten, mache das auch nicht freiwillig, kann mir das halt leider beruflich auch nicht immer aussuchen, deswegen werde ich 3 Monate da unten sein. Und da ist sowohl was Filmen, aber vor allen Dingen was das Schneiden angeht, natürlich Asche. Ich kenne den Dienstplan noch nicht, ich weiß nicht, wie oft ich es dann tatsächlich nach Hause schaffe, weil das natürlich auch keine kurze Fahrt ist. Das heißt, ich habe 5 bis 6 Stunden einfache Reise, das heißt einfacher Weg. Und wenn ich dann in dem Schichtplan bloß 1,5 Tage frei habe, dann lohnt es sich nicht, insgesamt 10 Stunden unterwegs zu sein. Entsprechend muss ich gucken, wann ich es dann wirklich mal nach Hause schaffe, wie dann die Zeit ist, da noch ein Video zu machen. Ich versuche das auf jeden Fall. Ich überlege auch gerade, ob ich so eine Art Mini-Tagebuch, also ob ich eine eigene Playlist mache, wo ich dann mal kurze Schnipsel mit dem Handy aufnehme. Viel Gehaltvolles wird das nicht sein. Auch da würde ich bitten, sag mal was dazu. Soll ich mich regelmäßig, aber wenig gehaltvoll melden, einfach nur um zu zeigen, ich bin noch am Leben, mit vielleicht der einen oder anderen kleinen Anekdote aus meinem, ich sag mal, bayerischen Exil? Oder sagt ihr, ist okay, wenn mal 2, 3 Wochen zwischen den Videos sind und ich mache das dann, wenn ich es jeweils nach Hause schaffe, wenn ich hier die Wäsche mache oder sonst irgendwas, weil zwischendurch werde ich auf jeden Fall nach Hause fahren. Ich bleibe mit Sicherheit nicht die 3 Monate da unten. Wie gesagt, wäre nett, wenn ihr was dazu sagt. Für mich sind beide Optionen okay, aber sollte es tatsächlich darauf hinauslaufen, ihr sagt, ihr wollt lieber was Gehaltvolles und dann mit größeren Pausen, dann reden wir tatsächlich von mehreren Wochen zwischen den Videos möglicherweise. Ja, da müsst ihr euch bewusst sein. Und wenn ihr sagt, die Variante mit den kleinen Schnipselchen auf einer extra Playlist, sagen wir mal das bayerische Exil, ja, oder irgendwas in der Art könnte man die nennen, da wird natürlich nicht viel Gehaltvolles bei rumkommen. Schneiden kann ich das auch nicht und das sind dann wirklich nur kurze Handy. Schnappschüsse oder kurze Kommentare, weil mehr ist da unten dann nicht zu leisten, weil ich einfach keinen Laptop habe, den ich mitschleppen könnte, um da was zu schneiden. Ich werde trotzdem die Kamera mitnehmen, so oder so, und vielleicht das eine oder andere aufnehmen, aber das kann ich dann, wie gesagt, erst hinterher hier zusammenschneiden. Ansonsten gucke ich, dass ich halt ein bisschen was schaffe an Videovorbereitungen, weil ich muss mich ja auch auf viele Dinge mit Recherche vorbereiten. Das kann ich natürlich von da unten auch, Sachen nachlesen. Es sind auch noch, wie gesagt, 2 größere Videos geplant, wie ich das neulich auch schon gesagt habe, da bin ich auch noch ein bisschen tiefer in der Recherche, da werde ich also einiges vorbereiten können. Aber wann die dann kommen, ist halt die Frage. Ich denke eher Spätsommer oder Herbst. Wie gesagt, je nachdem, wie der Plan aussieht. Tut mir natürlich leid, der Kanal hat sich jetzt wirklich sehr gut entwickelt, innerhalb von ein paar Monaten jetzt bei fast 2600 Abonnenten. Ich habe über 500 Zugriffe pro Tag, was wirklich geil ist, das ist total super. Ich habe jetzt Angst, dass das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, dass das so eine Bremse ist. Das hoffe ich natürlich nicht. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, dass jetzt nicht alle Leute sagen, oh, da kommt nichts mehr. Deswegen erkläre ich es extra. Ja, deswegen sage ich euch das extra. Ich kann es leider nicht ändern. Ja, es ist, wie es ist. Ich bin Beamter, ich kann mir das eben nicht aussuchen. Und das ist auch alles nicht schlimm, alles nicht so wild. Aber für den Kanal ist das natürlich schlecht, weil ich nicht mehr so viel Zeit aufwenden kann, wie ich das gern würde. Ja, das war's schon wieder. Kleiner Hinweis mal. Ich habe ja unter den Videos seit kurzer Zeit
Affiliate-Links von Amazon Get Digital. Das heißt, wenn ihr über diese Links geht und kauft dort ein, kriege ich eine kleine Provision. Jetzt hat mich jemand angeschrieben, oh, wie ist denn das mit Datenschutz? Also ich kann nicht sehen, wer da was kauft. Ich kriege zwar eine Liste, was gekauft wurde, wegen der Provisionsberechnung, aber ich sehe natürlich nicht, wer das war. Also ihr könnt da ganz unbesorgt eure Dildo-Sammlung oder Klappspaten, eine Axt, Müllsäcke und einen Eimer Kalk kaufen. Dann sehe ich zwar, was ihr kauft, aber nicht wer. Also Amazon hält es da mit dem Datenschutz in dem Fall dann schon sehr eng. Das kann ich natürlich nicht sehen. Und auch die Artikel sehe ich also auch nur wegen der Berechnung der Provision, weil das halt dann immer prozentual aufgeschlüsselt ist. Das ist nämlich unterschiedlich, je nachdem, was da gekauft wird. Es gibt also Sachen, da gibt es mehr und es gibt Sachen, es gibt weniger Provision. Bei einem Fernseher zum Beispiel liegt das, glaube ich, bloß bei 1%, weil ein Fernseher natürlich was sehr Teures ist. Da können sie nicht 10% Provision raushauen. Bei billigeren Sachen sind es dann schon mal 7 bis 10%, was dann im Endeffekt aber auch wieder nur Centbeträge sind. Nur mal so als kleine Info, das sind bis jetzt noch keine 7 Euro. Wir sind jetzt fast bei 2 Monaten und das sind 6 Euro irgendwas in der 80er. Also so großer Knaller ist das eh nicht. Aber ich wollte mal darauf hinweisen, dass die ganze Geschichte mit dem Datenschutz, da müsst ihr wirklich keine Sorgen haben. Also ich kann da nicht sehen, wer was bestellt. Was sonst den Kanal angeht, ich habe mir das mit den Affiliates ja extra mal eine Weile angeschaut. Ich denke, ich werde jetzt doch nochmal Werbung aktivieren und mal schauen, wie es läuft. Die meisten haben mir jetzt, ich habe schon den einen oder anderen mal einzeln angesprochen. Ich kenne ja auch viele von meinen Zuschauern hier selbst. Und persönlich, die haben also gesagt, sie hätten auch kein Problem damit und sie fänden das auch völlig normal, wenn da Werbung geschaltet wird. Auch dazu könnt ihr gerne mal was sagen. Also wenn es jetzt die Leute nicht in Massen abspringen, dann würde ich das machen. Einfach, wie gesagt, ich will mir immer noch irgendwann mal eine neue Kamera finanzieren oder vielleicht zumindest einen Teil von den alten Kamerakosten mal wieder reinkriegen und da sind 6 Euro in 2 Monaten natürlich nicht die Welt. Ich habe mir jetzt mal so mal die ersten Berechnungen, es gibt ja so Statistikseiten für YouTube angeschaut, was jetzt bei aktuell, wenn ich jetzt werben würde, rauskommen würde. Da liege ich so zwischen 5 und 20 Euro im Monat, realistischerweise. Und das wäre, sag ich mal, ganz nett, wenn ihr kein Problem damit habt. Ja, wenn jetzt der große Shitstorm losbricht, nein, ich will keine Werbung, ja gut, dann ist das eben so. Ich höre mir das auf jeden Fall erstmal an. Auch dazu bitte lasst einen Kommentar da, sagt was dazu. Ansonsten, ihr kennt das Spielchen, teilen, liken, erzählt es euren Freunden. Bis zum nächsten Mal, euer Simon.